Die Hobbytheke mit Jan Fust. Herzlich willkommen hier in der Hobbytheke zum Basteln mit Jan Fust. Auch heute wollen wir wieder etwas total Sinnloses basteln. Wie Sie wissen, trinke ich für mein Leben gern Bier. Natürlich am liebsten lecker Kölsch. Ich hab da schon mal was vorbereitet. Na dann, Prost erstmal. Ah, lecker. Wie ich ja bereits in der letzten Folge angekündigt habe, geht es heute um Nüsse. Weihnachten steht schon fast wieder vor der Türe. Daher habe ich mir überlegt, es wäre doch sinnvoll, etwas Weihnachtliches mit Ihnen zu basteln. Mein erster Gedanke war, wir basteln uns einen Tannenbaum. Aber Bastelfreunde, das wäre doch zu einfach. Denn Tannenbäume bekommen wir auch bereits fertig im gegenüberliegenden Wald. Und in der Nacht sind die so ja 100% kostenlos. Also lassen wir das. Nee. Wir basteln uns heute etwas ganz anderes. Was viel Besseres, was in keinem Haushalt fehlen sollte. Einen Nussknacker. Natürlich basteln wir keinen herkömmlichen Nussknacker, sondern einen Klon. Welche Hausfrau hat nicht schon immer davon geträumt, ein in der Handhabung sehr einfaches Gerät zum Knacken der Nüsse zu bekommen? Übrigens, die beiden Elektriker von der Firma Elektroschor aus Berlin, die in der letzten Folge leider von der Leiter stürzten, jedes den Umständen entsprechen. Apropos letzte Sendung. Natürlich habe ich mir auch diese Woche wieder ein bisschen Hilfe besorgt. Es handelt sich um einen talentlosen deutschen Schlagersänger. Einen wunderschönen guten Abend, mein Name ist Howie. So, nochmal schnell am Bier nippen und dann können wir auch schon loslegen. Ah, das geht runter wie Öl. Hui, du kannst dich ja schon mal da hinten in die Kulisse auf der Liegestuhl setzen und dir von meiner Assistentin die Ohren verbinden lassen und die Kopfhörer aufsetzen. Ich hoffe, die Kulisse sieht aus wie bei dir in Südafrika in deiner Hacienda. Was der Mann nicht weiß, das ist, dass wir in unserer falschen Angabe ins Studio eingeladen haben und gesagt haben, wir drehen eine Matz für Schlachten ab. Und er hat heute die Ehre, den Buzzer zu bedienen, sodass, wenn er den betätigt, der Stefan später in der Show voll eingesammelt bekommt. Da sitzt er jetzt, nur mit einer Badehose bekleidet in seinem Liegestuhl und wartet darauf, dass die Show endlich anfängt. Der Howie, der ist ja aus Südafrika. Und aus Spargründen konnten wir diese Szene nur mit einem künstlichen Hintergrund drehen, sodass das Auge des Publikums glaubt, dass wenn der Howard in Südafrika den Knopf drückt, der Rabatt auf die Gosch kriegt. Aber es ist ja nur ein Fake. Aber kommen wir jetzt mal endlich zu unserer kleinen Bastelei. Hierfür benötigen wir zwei Kanthölzer mit einer Länge von ca. 60 cm und ein Scharnier sowie 8 Schrauben. Als erstes schrauben wir das Scharnier an das eine Ende des Kantholz und die andere Seite des Scharniers an die andere Seite des zweiten Kantholz. Auf der Oberseite kleben wir noch den Deckel einer Sprühdose. Das Ding sieht jetzt aus wie eine übergroße Grillzange mit einem Knopf und wenn dann die Nüsse dazwischen legen, können wir durch einfaches Zusammendrücken diese auch knacken. Natürlich können wir auch die Wurst damit wenden, denn das Ding ist multifunktionell, oder wie das heißt. Ich empfehle auf jeden Fall zum Montieren einen Akkuschrauber. Erstens geht er dann schneller und zweitens spart er enorm Kraft. Jüngste Akkuschrauber bekommen Sie schon ab knapp 10 Euro in jedem guten Baumarkt oder in unserem Online-Shop. Die Webadresse sehen Sie gerade unten eingeblendet. Oh Mann, ich falle auch jedes Mal drauf rein. Das Arschgesicht aus der Redaktion hat mir nämlich gerade über meinen Knopf im Ohr Dünnriss erzählt und mich reingelegt, wie immer. Haha, jetzt haben wir alle gelacht. Wir senden doch ja kein Bild, wir sind doch hier im Radio. Hätte ich mir aber auch denken können. So, jetzt aber mal Spaß beiseite und Bier vor der Nase. Na dann erst Prost. Das schmeckt gut. Da wir immer unter Zeitdruck basteln und das Montieren der Kanthölzer einige Zeit in Anspruch nimmt, habe ich da vorne schon mal was vorbereitet. Den nehme ich mir jetzt und jeder mit rüber zum Howie, um ihm die Funktion des Gerätes mal zu zeigen. Und jetzt postieren wir den Knacker ganz unauffällig, natürlich geöffnet, unterhalb von Howies Liege, mit dem Knopf nach oben und die Regie bittet ihn jetzt den Kopfhörer abzusetzen, aber bitte die Augenbinde aufzulassen. Howie, mein Freund, bist du bereit? Okay, da können wir ja zum eigentlichen Spiel kommen. Lieber Howie, du denkst sicherlich, dass das ein bisschen merkwürdig ist, dass du mit verbundenen Augen den Buzzer bedienen musst. Das hat aber einen Grund, denn unsere Hörer haben gesagt, der Howie, der ist so bräsig, dass er den Buzzer nicht trifft. Und da haben wir gedacht, wir belehren sie eines Besseren, toppen das Ganze, indem du den Buzzer mit verbundenen Augen triffst. Der Buzzer steht direkt vor dir und sobald du ihn gedrückt hast, gibt kein Zurück mehr. Auf vier jeden los. Moment, Howie. Rück noch ein bisschen näher. Noch ein bisschen. Ja, so ist es gut. Okay, dann starte ich jetzt mal den Countdown. Achtung, Gefahr. 3, 2, 1. Und jetzt das Kommando. Schlag den Rab. Das hat bestimmt wehgetan. Bis der Howie wieder fit ist, wird es jetzt ein paar Minuten dauern. Sehen Sie, meine Damen und Herren, so schnell haben wir einen einfachen Nussknacker gebastelt, der zudem auch noch tadellos funktioniert.
Da das Gerät, wie ich bereits erwähnte, multifunktionell arbeitet, konnten wir gleichzeitig innerhalb von Sekunden ein Michael Jackson Gesangsdouble klonen. Ja, und wir haben den Howie zum Klon gemacht. Langsam geht die Sendezeit zu Ende und es ist Zeit für mein Feierabend hier. Und auch in der nächsten Woche werden wir wieder etwas total Sinnloses basteln. Und zwar eine E-Gitarre. So, das war's für diese Woche. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ihr Jan Putzt.